wird heute ein harter Kampf, der war es auch am Ende. Also wir sind ja auf dem Gelände des Luftschiffhafens in Potsdam. War mal wieder ein schönes Freestyle-PT-Video. Sabine Winter, Tischtennis. Und wir haben schon auf dem Olympiadach gespielt. Das war auch mal was ganz anderes. Oh! Zu dieser Idee kam es, weil wir schon länger die Idee hatten, Eis-TT zu spielen, also eben auf Schlittschuhen zu spielen. Nur leider sind die Seen in den ganzen letzten Jahren nie zugefroren, als ich zu Hause in der Heimat war. Die Konstruktion habe ich schon gemeldet bei dem Patentamt. Weil ich denke, es könnte wirklich voll der Hit werden. Die ersten Schritte auf dem Eis, da dachte ich mir, ups, das kann ja was werden. Da habe ich mich nicht ganz so sicher gefühlt. Natürlich war ich als kleines Kind auch schon mal auf dem See, als sie noch zugefroren sind. Hatte das irgendwie ein bisschen leichter in Erinnerung, aber ich habe mich dann doch recht schnell dran gewöhnt und hatte dann nicht mehr so viel Sorge, dass ich hinfallen würde. Und ja, kam halbwegs gut klar. Come back, Sabine! Das mit dem Anhalten habe ich noch nicht so drauf. Was war das denn? Hey, was macht ihr da? Ein bisschen Eis-TT spielen. Wollt ihr mitmachen? Wie wäre es, wenn ich euch ein bisschen Tischtennis zeige und ihr mir beibringt, wie man Schlittschuh läuft? Ja, passt. Wir haben einen Deal. Ja, bin ich gut? Bin ich nicht gut? Dann mal weg mit dir. Nein, bist du nicht. Bälle holen. Mein Vater wurde ausgewechselt durch Philipp, Elias und Basti, die natürlich sehr viel sicherer auf den Schlittschuhen unterwegs sind als mein Vater, der sich ja nicht mal getraut hat, welche anzuziehen. Das hat dann wunderbar funktioniert, weil sie auch wirklich einfach alle Ballgefühl haben und gut mit dem Tischtennisschläger zurechtgekommen sind. Und ich auch tatsächlich gar nicht ganz so wackelig auf den Schlittschuhen war, wie ich erwartet habe. Ich habe mit meinen Brüdern früher sehr oft Tischtennis gespielt. Wir haben auch eine Tischtennisplatte im Keller. Und ja, da hatte ich es ein bisschen gelernt, aber jetzt nicht so professionell wie die Sabine. Das ist ein wichtiger Sieg, ein Meilenstein in meiner Karriere. Durch! Wir haben ein bisschen Rundlauf gespielt, wie in den guten alten Zeiten. Ich musste mir auch noch mal kurz die Regeln erklären lassen. Auch das, muss ich gestehen, hat besser geklappt, als ich dachte. Hat auch wirklich Spaß gemacht. Mit der bewegten Platte hat das Ganze auch ganz gut funktioniert. Einer hat die Platte gezogen, zwei haben gespielt. Also gerne auch schneller. Wir sind Profis. Am Anfang wurde sie noch schön gerade gezogen, ohne Überraschungseffekte. Da hat es wirklich gut geklappt. Als dann so ein paar Kurven mit eingebaut worden sind, wird es schwierig. Aber man kann ja nicht alles auf Anhieb können. War mal wieder ein schönes Freestyle-TT-Video und ich hoffe, ich habe bald neue Ideen, wo der Drehtag dann wieder genauso viel Spaß macht. Letzter Ball, weil ich glaube, ihr müsst dann trainieren, aber ihr hattet ja dann ein gutes Aufwärmtraining. Letzter Ball entscheidet. Bisschen anbieten den Ball. Christina Hering, 800 Meter. Also wir sind heute in der Werner-von-Linde-Halle in München, meiner normalerweise Trainingshalle. Heute Veranstaltungsort der Bayerischen Hallenmeisterschaften.
Ja, die 800 Meter sind ja meine Hauptdisziplin. Die laufe ich sehr oft und dann tut es auch mal gerade vom Kopf gut, vielleicht auch mal ein bisschen kürzer oder ein bisschen länger zu laufen. Die kürzere Strecke sind die 400 und die habe ich heute in Angriff genommen. Insgesamt geht natürlich auch die 400 viel schneller um als die 800. Ich habe gar nicht so viel Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Ursprünglich wollte ich eigentlich schon an Position 2 reingehen, weil ich wusste, dass Mona auf jeden Fall sehr schnell angehen wird. Es war dann die dritte Position und dann wusste ich, okay, jetzt muss ich eigentlich schon versuchen, auf der Gegengerade an Maike vorbeizugehen. Das hat geklappt, aber es wurde auch schon eng, bevor die Kurve wieder kam. Naja, und dann hatte ich schon einen Abstand eingangs der Zielgerade, aber einen machbaren Abstand. Ich habe bis zuletzt gekämpft, habe natürlich gesehen, die Zielgerade oder die Ziellinie kommt. Und dann dachte ich, jetzt muss ich es einfach probieren und habe mich wirklich richtig ins Ziel geschmissen, sodass ich wirklich richtig kämpfen musste, überhaupt mich noch zu fangen. Und am Ende hat es ja dann auch ganz kurz gedauert und dann war es um eine Hundertstel. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, ich bin super zufrieden, also sowohl von der Platzierung, ich wusste, das wird halt ein harter Kampf, der war es auch am Ende um eine Hundertstel gewonnen. Und dann auch noch die Zeit, also es ist auch Hallenbestzeit, ich bin schon mal 54,1 gelaufen, aber jetzt mit 53, das ist wirklich richtig gut und ja, macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Heute in Leipzig bei den deutschen Hallenmeisterschaften. Ja, Vorläufe sind immer ein bisschen aufregend. Man kann irgendwie nicht wirklich was gewinnen. Man möchte sich für den nächsten Tag qualifizieren. Man muss ja aufpassen, dass man irgendwie ein bisschen langsameres Tempo als man gewohnt ist. Dass man nicht irgendwie ins Straucheln gerät oder jemand einem drauftritt, dass man wirklich sich konzentriert. Aber es hat heute alles wunderbar geklappt und es hat wirklich richtig Spaß gemacht. Ich bin etwas unrund gelaufen, weil es einfach super komisch ist, wenn man dann so 10% weniger läuft als sonst. Aber ja, es war richtig cool und dass wir hier auch mit Zuschauern starten dürfen. Also so eine richtige Renntaktik werde ich mir jetzt zusammen mit meinem Trainer überlegen, aber auf jeden Fall steht der erste Platz im Fokus und die Zeit ist für mich dann auf jeden Fall nachrangig. Aber natürlich, so wie heute, will ich schon auch zeigen, dass ich auch hier als Schnellste angereist bin. Auf den geraden Druck zu machen, weil ich immer eigentlich ab 300 Meter mit dem Angriff von Maike schon gerechnet habe und wollte immer schon so ein bisschen dagegen wirken und der kam mir dann auch. Gott sei Dank konnte ich noch vor der Kurve dagegen halten. Das war richtig cool. Ich muss, glaube ich, gerade noch so ein bisschen sacken, weil ich war doch sehr aufgeregt heute. Immer bei den deutschen Meisterschaften. Ich habe heute schon im Spaß zu meinem Trainer gesagt, diese Tage kosten mich immer Lebenszeit. Aber es war richtig cool und es hat alles geklappt und so habe ich es mir vorgestellt. Und ich habe mich wirklich richtig gut gefühlt. Also da ist gerade echt viel drin. Ich freue mich sehr auf den Sommer und hoffe natürlich, dass ich jetzt verletzungsfrei und krankheitsfrei auch durchkomme weiterhin. Das ist eh immer das Wichtigste. Und dann wird das sehr gut, weil draußen laufe ich eh lieber. Max Lemke, Kanu-Rennsport. Wir
sind heute bei uns hier in Potsdam in der Gegenstromanlage. Das ist tatsächlich die einzige, die es in der Art auf der Welt gibt. Also da gibt es kein zweites Mal. Und da machen wir zweimal jährlich einen Leistungstest, wo wir unsere Grundlage testen, unsere allgemeine Leistungsfähigkeit. Das machen wir ganz gerne hier im Kanal, weil unsere Sportart ja doch schon sehr abhängig von äußeren Bedingungen ist und wir das draußen machen, was Wind und Wassertemperatur angeht. Und hier ist es eben konstant und immer dieselben Bedingungen, deswegen ist es gut vergleichbar. Ich habe meinen ersten Test hier 2013 gemacht, also auch schon einiges an Referenz. Und da vergleichen wir ganz gut, wie das Training bisher so gelaufen ist. Also klar, es ist anders als draußen, vor allem, weil man halt gefühlt so gegen eine Wand fährt. Das ist so ein bisschen ungewohnt und man nicht wirklich ein Ziel vor Augen sieht. Aber letztendlich sind wir es gewöhnt. Wir trainieren jetzt jeden Tag eigentlich hier auch in dem Kanal im Winter. Also zumindest wir Potsdamer. Und ich kann mich aber auch noch an meinen ersten Test 2013 erinnern. Da war man schon ziemlich aufgeregt, als man sich das erste Mal unten in den Kanal gesetzt hat. Wir können den Kanal, glaube ich, bis 6,5 Meter pro Sekunde fahren. Was dann schon relativ schnell ist. Ich glaube, das Schnellste, was ich mal benutzt habe, waren 6,0. Und heute mal werden wir wahrscheinlich nur so 4,4 Meter pro Sekunde fahren und das Ganze dann 1000 Meter als eine Art Stufentest. Man hat immer permanent ganz gutes Feedback, also wir werden da von allen Seiten gefilmt. Man kann sich die Kameraeinstellung dann so einstellen, dass man quasi auf seine Schwachstellen, die man technisch hat, irgendwie gut schauen kann und dadurch dann seine Resultate oder seine Schlüsse ziehen kann, das zu verbessern. Im Training machst du das anders und solltest du das auch so weiter in den Fokus stellen. Das ist rechts hier richtig gut. Also vor allem dieses Jahr haben wir nach Olympia eine relativ lange Pause gemacht. Das ist für mich jetzt so ein bisschen der Standortbestimmung, wie viel, also ich wusste ja, dass ich relativ viel Training im Vergleich zu den letzten Jahren verpasst habe, aber nichtsdestotrotz hat man in dem Test jetzt gesehen, dass meine Grundlagen an sich doch gar nicht so schlecht sind, wie man es vielleicht meinen könnte. Ich habe nur ca. 50% des Trainings umgesetzt, was wir zu dem Zeitpunkt normalerweise mir haben wollen. Und ja, dafür war der Test ziemlich gut, aber es zeigt halt auch, dass die höheren Geschwindigkeiten noch nicht ganz so gut funktionieren, dass man da den Fokus im Training vielleicht ein bisschen mehr noch drauflegen muss. Und daraus resultieren, gestalten wir unser Training in Portugal im nächsten Trainingslager und schauen, dass wir das ein bisschen besser hinkriegen. Mal die Luft raus! Freunde, der hat seine Karriere beendet und traditionell ist aber nach Olympia so, dass wir uns jetzt erstmal in den Einern qualifizieren, in den Einern anbieten und danach wird jetzt, denke ich mal, ein neues Boot gebaut. Klar haben wir drei, die jetzt noch übrig sind, bewiesen, dass wir es können, haben dann vielleicht ganz gute Karten, wieder im Vierer zu sitzen, aber nichtsdestotrotz muss jetzt jeder erstmal wieder überzeugen und danach schauen wir, ob das so funktioniert oder nicht. Wir haben jetzt in einem Monat, eineinhalb Monaten die ersten Qualifikationen. Danach haben wir zwei, drei Wochen später noch mal die zweiten, dann die ersten Weltcups. Und danach geht es noch mal ins Grundlagentraining, bis wir dann für die Saisonhöhepunkte in Kanada und in München noch mal in die UWV gehen und uns da spezifisch vorbereiten. Mit den European Championships haben wir eine gewisse Herausforderung, weil wir eine Woche vorher noch eine WM in Kanada haben, was es mit der Zeitumstellung natürlich nicht ganz einfach macht. Aber generell haben wir schon öfter mal nach den Weltmeisterschaften Wettkämpfe gehabt. Eine Woche danach sind normalerweise immer unsere deutschen Meisterschaften. Die laufen eigentlich auch mal ganz gut, deswegen bin ich da jetzt nicht pessimistisch, dass das nicht funktionieren sollte.